So, guten Morgen, liebe Zuseher und Zuhörer. Heute findet der erste Workshop statt, der in der Geschichte des Pfeifen-Lorenz einmalig ist. Heute ist der 27. März und da ist der Ort der Tat, und zwar mein und meine Werkstätte. Wenn man genauer hinschaut, es ist sehr staubig. So, jetzt ist das Hauptproblem heute natürlich, wie Sie ja unschwer erkennen können, dass wir natürlich jetzt noch nicht dazukommen sind aufzuräumen. Und man sieht, wenn man genauer hinschaut, es ist sehr staubig und es liegt viel herum. Wenn man sieht, dass gearbeitet wurde, das ist also meine Werkstätte. Und da wird es heute abspielen, vor allem an dieser Maschine und an dieser Maschine. Und jetzt werden wir halt ein bisschen aufräumen. Nur noch einen kleinen Blick in meinen Schauraum. Ich muss noch einmal schauen, dass wir auch da alles in beste Ordnung bringen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich habe einen schönen Blick in meine Werkstätte. So, und ich bin gespannt, was sich die zwei Herren heute an Formen aussuchen, die sie gerne machen möchten. Vielleicht was ganz Modernes, so wie das. Oder vielleicht was ganz Traditionelles. Wir werden schauen. So, liebe Leute, guten Morgen. Jetzt werden wir zuerst fest aufräumen, dass wir eine saubere Werkstatt haben. Okay? Weil es ist ja wichtig, dass Sie sich wohlfühlen bei mir. So, pünktlich um 8 Uhr haben wir das jetzt alles ein bisschen relativiert, gell? Wir haben ein bisschen umgestellt. Die Probanden sitzen dann im Licht beim Arbeiten. Und aus uns schaut es, also mal zumindest auf den schnellen Eindruck, ein bisschen aufgeräumter aus. Und wir werden jetzt dann aus diesen schönen Holzstücken, wo wir sicher was finden, uns für die Modelle, die sich die zwei Herren ausgesucht haben, und in Verbindung mit diesen Mundstücksrohlingen oder auch den Stangen von Mundstücken, werden wir uns zwei schöne Pfeifen basteln. So, jetzt bereiten wir den zwei Herren noch eine kleine Überraschung vor. Und zwar machen wir ihnen die Rohlinge für einen Pfeifenstock, weil mit dem werden sie beginnen, weil natürlich am Anfang das nicht so leicht ist, dass man sofort zum perfekten Pfeifenmacher wird. Jetzt müssen sie zuerst an der Schleife, am Bandschleifer, müssen sie sich beweisen, und das machen wir mit einem Pfeifenstopfer. So, wir werden also jetzt da diesen Pfeifenunterteil, den Pfeifenstopfer, werden wir jetzt probieren, da dran zu machen, um sie dann ein bisschen wechseln zu lassen mit diesem Rohling. So, das schaut jetzt schon einmal ganz gut aus. Das wird dann da drauf geklebt auf diesen Zapfen, und dann haben wir da noch genug Fleisch, um wirklich ein bisschen
dran zu arbeiten, dass Sie das da auch noch sehen. So schaut es dann aus. Ah, da glaube ich, wird schon ein nettes Stopferl draus, gell? So, mit diesen zwei Werken werden Sie also beginnen und das da am Bandschleifer vollenden. So, morgen die Herren. Hallo. Morgen. Ja, sowieso. Alles Bestens. Grüß dich. Hallo, du bist jetzt Reinhold. Reinhold und der Markus. Ja. Ja, aber das sind die, die Modelle, die jetzt da entstehen. Also ich weiß nicht. Nein, da braucht man keinen Verein, Markus. Das werden wir gleich verändern. Ah ja, Markus Reinhold, genau. Nein, werden wir es schon merken. Das wird da drüben wird festgeschlitten. Wir werden da mal schauen. Ja. Und wie geht's da rein? Ein bisschen dick ist er noch, ja, schaut aber schon ganz gut aus. Ja.